dieser Ecke hier sprechen, der Damenmannschaft des VfB. Ich glaube, wir freuen uns alle ziemlich, dass wir heute Abend überhaupt hier sind. Ja! Und mit euch. Familie. Ja, dafür erstmal danke, dass wir heute hier sein dürfen. Es ist dieses Jahr tatsächlich so, dass die Frauenmannschaft einem, ganz genau einem Mann zu danken hat. Olli! Ich weiß nicht, ich denke, viele hier im Saal wissen nicht, wie schwer es ist, ungefähr 30 Frauen bei Laune zu halten. Ja, es trifft die Worte genau richtig, dass wir das Tor nicht treffen, da kann es ja nicht. Von daher, aber ich meine, wir merken es, glaube ich, alle, da ist was im Aufbau. Und du merkst es auch, ich glaube, wir glauben alle dran, deswegen sind wir heute Abend auch hier. Stimmung. Und wir sind alle so bei der Sache, weil wir wissen, da entsteht was. Und ich glaube, deswegen werden wir vielleicht hoffentlich noch viele Weihnachtsfeiern so in diesem Kreis hier haben, weil ich glaube, die Frauenmannschaft hier in Gießen, die hat sich jetzt etabliert und daran hast du keinen geringen Anteil. Ja. Die Kleinigkeit für dich vorbereitet. Schon kippt also, die Stimmung. Mit mir ist Erfolg leider auch nicht gekommen. Immer noch letzter. Aber ihr habt schon recht, da ist was im Aufbau und ich habe euch das gesagt. Wir müssen das als Ausbildungsjahr sehen. Ich bin neu in dem Geschäft. Ihr seid auch noch nicht so lange dabei. Aber ich glaube auch, dass wir das ganz gut hinkriegen und dass es ganz gut klappt. Und ich möchte mich bei euch auch bedanken, dass ihr so eine tolle Truppe seid und dass es wirklich sehr viel Spaß macht. Angel. Ich kann es nicht. Doch, eine Massage, ein Angel.
Peter, du musst mal rausgehen, bitte. Alles hieße nichts, dann hast du falsch geglaubt, denn Gott, ich liebe dich.